stay a while and listen. Jawoll, ich glaube, wir haben das Spiel gerade eben verkehrt reingelegt. Das war ja überhaupt nicht Gothic, sondern deine Aufgabe, lieber Zuschauer. Schreib's mir in die Kommentare, von wo das berühmte Lied war, was ihr gerade gehört habt. Wir zocken weiter in unserem Gothic Let's Play. Wir haben hier so einen Typhoon, der Rapsa-Papsa hier ordentlich einen auf die Nuss gibt. Und unsere Aufgabe, ich speichere mal ab, war es, den da hinten, also ich zeige gerade mit meinem Zeigefinger direkt auf dieses Schloss da oben, den Banditos, Poparitos, ordentlich den Arsch zu versohlen. Ich habe keine Ahnung, wie stark unser Held jetzt eigentlich ist, weil der Typhoon, der ist ja nochmal ein ziemlicher Booster, den wir jetzt auf dem Rücken haben. Und es könnte sein, wir probieren einfach mal an den Goblins da. Es kann sein, dass wir jetzt um einiges mehr Schaden machen, als wir es gewohnt sind. Aha. Naja, die kritischen Treffer werden natürlich mehr. Wir haben eine riesen Range mit unserer Waffe. Also einen schwarzen Goblin kriegt man schon in zwei Schlägen down. Oh, 5 Gold haben die Viecher auch dabei. Ein Lederbeutel, nice. Den können wir gleich mal aufmachen. Und, es kann gut möglich sein, dass die Banditen da oben jetzt gar kein großes Problem mehr darstellen. Ansonsten benutzen wir wieder mal einen unserer Skillor-Tricks. Aber erstmal probieren wir es mal so. Oha, wir sind dran, ich höre es schon. Tja, bin gespannt, ob wir dran sind, wenn wir hier hinterm Baum stehen. Oh, ihr wollt die Sache aussitzen. Ich ahne das. Ihr blöden Mistkäfer. Na gut, wenn ihr die Sache aussitzen wollt, dann können wir auch. Wir haben da nämlich zum Beispiel... was haben wir denn? Ein Geysir? Das könnte ganz gut funktionieren. Haben wir irgendwas zum Beschwören? Ein Goblin-Skelett. Na, probieren wir es mal mit dem Goblin-Skelett. Vielleicht ist es genau die richtige Ablenkung. Na los, Skeletto! Besiegt! Da greifen sie sich. Ah, verdammt. Okay, doch ein wenig mehr Schaden, als ich dachte. Ja, dann müssen wir uns überlegen, wie wir jetzt an die Banditen da oben rangehen. Ich meine, mit so einem Skelett ist da jetzt gerade wenig zu holen. Allerdings, so ein Blitzschlag macht ja ordentlich Schaden. Vielleicht machen wir es mal so. Zack. Und jetzt kommen die Banditen vielleicht ein bisschen näher. Der da hinten ist fast tot. Ein Bandit. Tja. Die stehen da einfach so rum. Ah, ziehen ihre Waffen. Sehr gut. Gucken wir es mal. Solange hier keine derben Schadenstiraden, sag ich mal, von den blöden Lang-Dings-Waffen kommen, ist ja alles noch machbar. Ich wundere mich immer, dass der andere Bandit nichts abkriegt, wo doch der Schwinger hier die ganze Zeit durchgeht. Numero uno, numero duo. Okay, ich speichere mal ganz kurz ab auf einem dritten Speicherstand. Der Typ da hinten sollte in Geronimo-Manier eigentlich zu töten sein. Ah, erwischt. Komm her, du. Go down, dude. Jawolla. So. Ein grobes Schwert und eine ganze Menge Bolzen hat der Mann dabei. Ein bisschen Grog und ein paar Dietriche sind auch noch Teil seiner Ausrüstung gewesen. Aber der Mann konnte uns natürlich ganz schnell nicht mehr ans Bein pullern. Ja. Eine Waldbeere, da war ich mir fast sicher, dass hier vielleicht ein Goblinbärchen liegen könnte. Aber war nicht der Fall. Vielleicht heilen wir uns mal, bevor von irgendwo weit oben auf einmal nochmal so ein Schüsschen kommt. Ne? Wo haben wir denn hier? 9 Zauber haben wir davon. Licht meine ich aber gar nicht. Den meine ich hier. Der leichte Wunden heilen, der ist perfekt geeignet für Helden, die genau so viel Schaden haben, wie wir gerade genommen haben. Da werden sich die lieben Piraten aber riesig dran freuen, dass wir den Turm ausgeräumt haben, was sie sich ja selbst überhaupt nicht getraut haben. Die bestehen ja einfach nur aus einem faulen Pack. Apfel. Apfel sind auch ganz, ganz wertvoll. Also in dem Fall wäre ja Äpfel der korrekte Plural, nicht wahr? Um den Bildungsauftrag mal zu erfüllen. Und Mann, hab ich
Bock zu zocken. Ah, Heuschrecken. Ah, oh, ein bisschen viele vielleicht. Hm, zwei sind wahrscheinlich genug. Oh, hey. Drei sind wahrscheinlich mehr, als uns lieb sind. Ach, die fressen jetzt hier. Die fressen jetzt hier an... Ach, hey. Uiuiui, lass uns raus. Ach, hey. Ich sag mal so, ihr Lieben. Das sieht schlecht aus. Ja, ja, das war zu rechnen. Naja, wir müssen die Heuschrecken eben einzeln locken. Ja, hätten wir uns denken können. Da haben die ordentlich raufgepowert. Allerdings ist so eine Einzelheuschrecke natürlich für uns... Und auch zwei sind für uns auch kein Problem. Da kommen sie. Da locken wir sie weg. Schade, dachte ich, jetzt fressen sie an den Banditen rum. So, die Nummer 1. Ja, mit einem kritischen Treffer. Da wissen die überhaupt nicht, wo denen der Kopf steht. Haha, sozusagen, ne? Das ist lustig, weil der Fangheuschreckenkopf, der ist ja super wertvoll. Deshalb war das witzig, einen Witz mit Kopf zu machen. So, Nummer 1 und 2 sind besiegt. Nummer 3 und 4 folgen direkt auf dem Fuße, sozusagen. Na? Nummer 1, Nummer 2. Komm her. Na los, lass dich besiegen. Fang euch Schrecke. Na komm. Sehr schön. Das Biest hat auch ausge... Ja, was machen die eigentlich? Zirpen die? Ich finde, Zirpen kann man das ja nicht mehr wirklich nennen, ne? Das ist ja eher so ein... Ja. Yeah. Ein Rumkreischen. Vielleicht kommt das der Sache da am nächsten. Da ist nichts. Blöde Fangheuschrecken hier. So, da sehe ich noch einen Dunkelpilz. Den möchte ich natürlich haben, denn Dunkelpilze sind von ganz besonderer... ja, was soll ich sagen? Von ganz besonderer Wichtigkeit. Ein bisschen leckt das Spiel gerade. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Speichern wir mal am besten und trinken ein paar Heiltränke. Obwohl man sich jetzt eigentlich schon fast wieder heilen könnte. Das ist schon wieder so ein bisschen so... Der Damage passt schon wieder auf unseren Schaden, aber sei es drum. Na, mal gucken, ob vielleicht im Turm selber noch ein paar Banditen lauern. Und wenn nicht, dann haben wir die Sache ja hier schon längst geklärt. Was haben wir denn hier rumzuliegen? Ein Eschenbogen. Oh, ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Wenn wir gleich mal abchecken. Und die Pfeile hier verbücken uns auch für jeden einzelnen Pfeil. Lieber Held, nimm bloß nicht alle Pfeile mit der flachen Hand auf. Das wäre ja... Da ist nichts zu holen. Das wäre ja effektiv. Das wäre ja bescheuert. Da liegt auch noch was. Ah ja. Hier liegt auch noch irgendwie ein Dunkelpilz drin. Ach, sieh an. Noch einer. Aha. Was haben wir hier? Schinken, Grog, Wein und Wacholderschnaps. Hm, lecker. Das ist der Beste. Oh, da ist noch eine Truhe. Die knacken wir natürlich auch. Allerdings brauche ich dafür erstmal ein Zettelchen. So. Oh, jetzt höre ich draußen gerade die Feuerwehr. Also einmal nach links. Zum Glück brennt nicht unsere Butze. So, nach rechts ist nochmal gut. Links, rechts war es nur. Ganz easy going. Hat aber auch nicht viel rausgehauen, die Truhe. Und der Taifun, der macht sich bestimmt noch sehr, sehr gut an unserem Rücken. Bevor wir dann anfangen, die Stärke zu trainieren. Ich meine, wir können ja bald die Meisterschaft im Bogenkampf, nicht im Bogenkampf, im... Oh. Die Meisterschaft erlangen im Zweihänder, ne? Dieses Ding macht uns einen Bonus von, lass mich nicht lügen, 5%. Wir haben also noch zwei Level in dem Sinne vor uns. 4000 Erfahrungspunkte nur noch. Bis wir fast die Meisterschaft erreicht haben mit so einem Teil. Und dann können wir nur noch Stärke trainieren erstmal, um besser zu werden für... ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Um besser zu werden... Ach, Mist. Links. Nochmal links. Links, links, rechts. Nochmal. Links, links, rechts, rechts. Ah, perfekt. Weil dann haben wir die Meisterschaft und dann haben wir noch ein paar. Dann haben wir die Meisterschaft und den Pokal. Nee, natürlich nicht. Und zwar haben wir dann die Meisterschaft in dem Zweihänder erreicht. Und das ist von so fantastischer Güte, dass es einem ein Stück weit natürlich nur... Gucken, ob hier oben wieder was drauf ist. Ich meine, letztens haben wir auf so einem Turm den Feuerbogen entdeckt. Den man nicht, darf man, oh. Geile Wurst, oder? Das hat, das Panorama hat auf jeden Fall Eindruck. Schindet Eindruck zumindest. Oh, 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 schaut mal, das war knapp vor Tod.
Aber ist natürlich nicht passiert. So, dann holen wir uns mal die Erfahrungspunkte ab dafür, dass wir hier den Strand aufgeräumt haben. Ich denke mal, das wird die Leute sehr, sehr freuen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir von Francis irgendwie die... Ja, den Segen... Was heißt den Segen? Den holen wir uns ja nicht. Wir ercheaten uns ja jetzt letztendlich den Eingang. Also ercheaten, wir schummeln in dem Sinne, weil... Schummeln. Wir schummeln natürlich, weil wir Francis... bestechen werden. Aber das natürlich erst später. Das verrate ich euch alles noch gar nicht. Auf jeden Fall freue ich mich auf all das, was jetzt kommen mag. Oh, jetzt krieg ich grad einen sehr, sehr trockigen Hals. Einen sehr trockenen Hals. Oh, oh. Das muss ich kritisieren. Mal sehen, wie lange ich heute durchhalte. Ein bisschen Kopfschmerzen habe ich auch. Aber das sollte unser Zockervergnügen natürlich keineswegs, wie sagt man, dämpfen. Soße. Hier sind immer noch so ein paar leckere Pflänzchen. Na komm. Und da hinten auch. Und mit dem Feuersturm, den wir als Zauber im Inventar haben, da habe ich ja noch was ganz Besonderes mit euch vor. Ja, also mit dem, ihr Lieben, da wird auf jeden Fall noch was abgehen. Das hat sich gewaschen. Zumindest, wenn alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Haben wir eigentlich noch? Haben wir nicht. Keine Lernpunkte mehr da. Ist aber auch egal. So, wem können wir denn jetzt hier sagen, dass wir die Banditen besiegt haben? Ich glaube... Henry, ich weiß es gar nicht. Pirat, dem ist das wahrscheinlich nicht so wichtig. Matt vielleicht? Nee. Brandon? Nee. Irgendjemandem können wir sagen, Skip? Nee. Irgendjemandem können wir sagen, geile Wurst, wir haben die Piraten da oben gekillt. Ich hätte das anders gemacht. Ich kann sogar sein, dass wir das dem jetzt hier sagen können, dann kann er aufhören zu trainieren. Aha. Vielleicht sagen wir es einfach Francis. Ist irgendwie gerade, aber irgendjemandem können wir es definitiv sagen, dass wir hier aufgeräumt haben. Das macht die Leute glücklich. Ja, quatsch mal eine Runde mit Francis, diesem verwöhnten Schnösel da oben. Oh, es wäre einfach, seinen Schlüssel zu stehlen. Ich meine, immerhin. Das könnte man ja mal probieren. Mist. Nicht gut gelaufen, hat er bemerkt. Und erzählen können wir ihm das auch nicht mit dem Dings. Nur, dass wir in Grads Hütte wollen. Dann quatschen wir mit dem Schnösel erstmal nicht. Tja, dann quatschen wir mal mit dem Typen da hinten, der ja immer so viel schläft. Vielleicht interessiert den das ja und der spendiert uns dann so ein paar Erfahrungspunkte. Denn nur darum geht's ja gerade. Na hopp. Gibt's sonst noch was zu tun für uns? Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Ja, das machst du auch, wie man sieht. Sehr schön. Ah, das Zeug ist gut. Aber das ist nicht das, was wir jetzt hier gerade haben wollten. Wir wollten natürlich Erfahrungspunkte für unsere Quest. Na, dann schnacken wir mal mit Henry. Vielleicht freut ja Henry das, der vorne bei uns Probleme gemacht hat. Vielleicht hätten wir uns damit auch den billigeren Eintritt erkaufen können in das Lager hier. Aber ich hätte das anders so gemacht. Wichtig ist es natürlich eigentlich auch nicht. Aber schön ist es, ne, wenn man so ein paar Erfahrungspunkte mehr hat. Ich meine, eigentlich gibt es wenig schönere Sachen. Nö, dem können wir es auch nicht mehr erzählen. Vielleicht können wir es Alligator Jackaracko erzählen. Den interessiert vielleicht noch so, was wir hier so treiben. Und ansonsten wagen wir uns dann mal so ein bisschen in den Canyon. Hey. Ah, es geht auch nicht. Allerdings können wir dem bestimmt die Felle unterm Arsch wegklauen. Na? Ist doch ein Schattenläuferfell, oder? Ah, das lässt sich nicht aufheben. Nun gut, denn... Würde ich mal sagen, schnacken wir doch erstmal mit Francis. Mal gucken, ob sich da neue Quests ergeben. Und dann geht es mit uns Richtung Canyon. Dann trauen wir uns mal so ein bisschen was. Und diese Quest wird uns in vielerlei Hinsicht weiterbringen, sag ich mal. Also wenn wir den Canyon überleben, was natürlich jetzt noch gar nicht gesetzt ist, aber wenn wir den Canyon überleben, dann geht's schon ab. Ja, kann man schon so sagen. Francis, wir müssen in Gregs Hütte. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Mhm. Tja, puh. Dann lass mal sehen, was du drauf hast. Wäre wahrscheinlich ein bisschen hart, oder? Haben wir gerade abgespeichert?
Speichern wir mal, vielleicht können wir gegen den Typen schon anstinken. Na, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Was? Ich bin hier der Captain. Ich werde dir Respekt beibringen, du Landratte. Ah, oh Gott. Waffe weggelegt. Oh Mann, bin ich doof. Na komm. Ha! Wie witzig. Den Typen kriegen wir klein. Der Schlüssel zur Kapitänskajüte. Ich glaub es nicht. Ja, jetzt sind wir natürlich so ein bisschen in der Bredouille. Man kommt nämlich auch noch anders an den Schlüssel. Ich würde mal sagen, bevor wir in die Hütte reingehen, machen wir die Quest einfach, damit ihr die Quest mal seht. Allerdings... Das nächste Mal werden wir ja sehen.